Ich danke Gott, denn wir existieren in einem besseren Leben. Ich brach mich zusammen, das KZ hat mir den Rest gegeben. Eingesammelt, abtransportiert und gequält den Rest des Lebens. Was ist damals passiert, frage ich mich, weil ich davon keine Vorstellung habe. Alles, was ich neu erfahre, übersteigt meine Vorstellungskraft. Nur wenn ich drüber schreibe, kann ich es verarbeiten. Der Stern oder die Orientierung machte sie zu Feinde und wertlos, viele waren dieser Meinungen. Ich kann verstehen, dass man heute etwas daran ändern wolle. Ich finde es erschreckend, dass ein Mann das ganze Land verändern konnte. Mich verfolgen die Bilder bis in meine Träume. Fünf Menschen warteten auf den Toten, ein Quadratmeter kleinen Räumen. Jeder Uniformträger hatte seine Leute, jeder war auf sich selbst gestellt, sie hatten keine Freunde. Die Wächter holten stets mehr rein, Regeln gab es nicht, jeder konnte der Nächste sein. Denn man konnte denen nicht das Hassen brechen, entweder schlugen sie die Menschen tot oder ließen ihre Waffen sprechen. Als ich das Ganze erfuhr, dachte ich, ich hätte mich verhört. 6 Millionen, die Dunkelziffer liegt sicher höher, sie haben gebetet, doch Gott hat sie nicht erhört. Ein kalter Wind durchfährt mich, so ein Verbrechen verjährt nicht. Ich senke meinen Kopf, um zu gedenken, wer von den Menschen hätte je gedacht, dass sie so verenden. In meiner Stimme spricht die Ehrfurcht, nun wir haben auch schlechte Zeiten, doch sie machten mehr durch. Kurz kam die Sonne raus, dort ziehen wieder dunkle Wolken auf. Schnell angelangt am Ende ihrer Kräfte, der Körper, ihre Seele. Sicher ein offenes Geheimnis, keiner hörte sie flehen, bis ihre Schreie verstummten. Lass sie nun im Himmel ruhen, dieser Track dient zur Erinnerung. Er soll eine Erinnerung sein, nun das alles wird in meiner Erinnerung bleiben. Ich widme diesen Track allen, die betroffen waren, die eines der Todesmaschinerie-Opfer waren. Locker 3 Dutzend Menschen in einem 6 Quadratmeter kleinen Viehwaggon vegetierten tagelang ohne Wasser und Brot. 2 Drittel waren gerade so am Leben, die anderen tot. Sie haben alles andere als menschlich gelebt, wer noch neben dem Lager angekommen war, hatte sofort eine Nummer und keine Identität mehr. Es war an der Tagesordnung. Gleich zu Anfang wurden ihnen die Haare abrasiert und Ärzte grausame Versuche an ihnen ausprobierten. Arbeitsunfähige Menschen wurden aussortiert. Dazu zählten behinderte Kinder, alt und kranke. Sie wurden ins Gas geschickt, dem Tod freigegeben. Vom Essen ganz zu schweigen, ich hab die dürren Leiber gesehen. Frei sein wie ein Vogel war ein Lebensraum. Doch in der letzten Zeit ihres Lebens war ein Käfig aus Strom ihr Lebensraum. Die Baracken, die Schornsteine und der Geruch des Todes bleibt das Unverkennbare. Ich versuche es mit aller Kraft auszudrücken, das Unvorstellbare. Stück für Stück baue ich diese nachdenklichen Zeilen, hab allen Mut zusammengenommen, nun kann ich's endlich schreiben. In bestimmten Momenten habe ich mir darüber viele Gedanken gemacht, saß Stunden an einem Flecken, hab daran gedacht. Jetzt bin ich so weit, denn ich hatte schon oft das Verlangen gehabt, diesen Text zu schreiben. Ein kalter Wind durchfährt mich, so ein Verbrechen verjährt nicht. Ich senke meinen Kopf, um zu gedenken, wer von den Menschen hätte je gedacht, dass sie so verenden. In meiner Stimme spricht die Ehrfurcht, nun wir haben auch schlechte Zeiten, doch sie machten mehr durch. Kurz kam die Sonne raus, dort ziehen wieder dunkle Wolken auf. Schnell angelangt am Ende ihrer Kräfte, der Körper, ihre Seele. Sicher ein offenes Geheimnis, keiner hörte sie flehen, bis ihre Schreie verstummten. Lass sie nun im Himmel ruhen, dieser Track dient zur Erinnerung. Er soll eine Erinnerung sein, nun das alles wird in meiner Erinnerung bleiben. Ich widme diesen Track allen, die betroffen waren, die eines der Todesmaschinerie-Opfer waren. Moment, wir reden immer nur von 6 Millionen Juden, die vergast wurden, sehe ich das richtig? Doch auf das Ernennen anderer Menschen, die getötet wurden, ist mir wichtig. Die Menschen, die eingeteilt wurden in Homosexuelle, sogenannte asoziale politische Gegner, Sinti und Roma, Behinderte und Zeugen Jehovas. Wir müssen uns damit abfinden, dass es eben so war. Es bleibt hier eine ungewisse Zahl. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich konnte so viel sagen, doch die Details wollte ich mir ersparen. Denn von denen habe ich schon oft genug erfahren. Ich hoffe, ich konnte hiermit ein Zeichen setzen. Ich denke, nun mache ich Schluss, denn ich will Zeit jetzt.